Heute würden sie sie gerne wieder ärgern. Der SC Starken trifft auf Tennis Borussia Berlin. Der 19. Spieltag der Oberliga Nord steht an. Ein Berlin-Derby, auf das auch er sich besonders freuen wird. Fatlo Melesi hat am letzten Wochenende gegen Hansa 2 gleich doppelt getroffen. Und auch deswegen stellt Dennis Kutrieb ihn natürlich in die Startformation. Gegen den Tabellen-7. aus Spandau will man sich keine Fehler erlauben und den Vorsprung auf Greifswald hoffentlich ausbauen. Der Tabellenführer in Lila von links nach rechts mit Senur, schön herausgespielt, und der sieht Pocic in der Mitte. Das 0:1 für Tennis Borussia Berlin. Es sind nicht mal 5 Minuten gespielt. Toller Laufweg vom 28-jährigen Serben, der im Winter von Novi Pazar kam, hat schon doppelt gegen Strausberg getroffen. Und auch hier macht er das routiniert gegen Lukas Sesse, der keine Chance hat, den Ball irgendwie zu verteidigen. Tennis Borussia weiterhin sehr dominant im Spielaufbau, 22 Minuten inzwischen gespielt. Schmunk findet Steinpilz und es steht 0:2. Lovis Steinpilz, was für ein tolles Tor für den 20-Jährigen. Wunderbar herausgespielt durch Tino Schmunk. Passgenau diese Flanke. Und da kann er fast nichts mehr falsch machen, zumal die Zuordnung in der Starkner Abwehr eher suboptimal aussieht. Steinpilz muss kurz darauf ausgewechselt werden. Er verletzt sich leicht. Für ihn kommt Lukas Günisch in die Partie. Tennis Borussia lässt sich davon allerdings nicht aufhalten, spielt weiter munter nach vorne. Lampert mit diesem eher schlampigen Klärungsversuch. Tennis Borussia bleibt am Ball und bringt diese Flanke. Und dort steht Rifat Gelici. 0:3. TB macht das wirklich im Sinne einer Spitzenmannschaft. Dominant und cool, setzt den Gegner permanent unter Druck. Und auch so kommt Gelici hier zu seiner Chance, auch wenn das erst nicht gut verteidigt ist. So nimmt er den Ball schon cool mit und zum dritten Mal inzwischen ist Lukas Hesse geschlagen. Der Torwart und Kapitän kann einem heute nur leid tun. Aber dann kommen auch mal seine Vordermänner zum Zug. Das ist Marcel Bremer. Aktasch mit dieser klasse Parade, aber Bremer ist noch dran. Körner spielt ihn wieder auf Bremer, dessen Flanke lange braucht, um bereinigt zu werden. Aber dann ist die Situation tatsächlich vorbei. Starken schafft es erstmals kurz vor der Pause, Aktasch überhaupt prüfen zu können. Es ist eine wirklich klasse Leistung von Tennis Borussia und Dennis Kutrieb, auch wenn er gerade noch nicht so aussieht. Jeffrey Seitz hingegen muss eine deutliche Ansprache in der Halbzeit finden, seine Mannschaft noch mit viel zu wenig Potenzial nach vorn. Und sie kommen tatsächlich mit einem ganz anderen Gesicht aus der Kabine. Klasse Ballgewinn und dann geht es ganz schnell über Bremer. Rechts ist Hurtig, aber Bremer macht es alleine. 1:3 für Stark. Klasse Tor von Marcel Bremer. Erst 48 Minuten gespielt und schon ist Starken wieder dran. Der Pausentee scheint Tennis Borussia nicht gut getan zu haben, aber auch ein wirklich klasse Konter von Bremer, den niemand aufhalten kann. Und jetzt merken so langsam die über 300 Zuschauer in Berlin-Spandau, dass noch etwas geht für die Gastgeber. Befonga, schön gespielt auf den eingewechselten Freiwald. Aus der zweiten Reihe fehlt dafür noch die Präzision, aber Starken tastet sich an einen zweiten Treffer heran. Tennis Borussia versucht weiterhin das Spiel ruhig zu kontrollieren und langsam aufzubauen, gelingt aber nicht immer. Aktasch spielt den Ball nur ins Aus und dann geht es schnell beim Einwurf auf Krumno. Kein guter Ball, aber Bremer bringt ihn zu Hurtig. 2:3. Klasse Reaktion vom SC Starken auf die 0:3 Pausenführung von Tennis Borussia. Und wie wichtig dieser Treffer ist, können wir Ihnen allen ansehen. Wir rekapitulieren. Krumno mit keinem guten Ball. Aber sie kriegen ihn nicht richtig verteidigt bei Tennis Borussia. Und dann steht Hurtig goldrichtig. Aktasch kann seinen eigenen Fehler nicht mehr glattbügeln. Jetzt sind auf einmal die Gäste wieder unter Druck. Wenn Starken das Spiel dreht, könnte Greifswald an ihnen vorbeiziehen. Freistoß für Elesi. Richtig gut.
läuft in der zweiten Halbzeit noch seiner Form hinterher, Fadlo Melesi, aber der Freistoß war richtig knapp. Und was Sie jetzt sehen, liebe Zuschauer, ist bereits die letzte Szene der Partie. Weiter Einwurf vor das Tor von Tennis Borussia. Lampard kann nichts draus machen. Aktaş ist irgendwie dran. Es ist fast jeder Akteur auf diesem Spielfeld beteiligt. Es gibt Beschwerden von Starkener Seite aus, aber es geht erstmal weiter. Vatio. Nochmal mit dem weiten Ball. Und dann hat Aktaş ihn im Nachgreifen sicher. Wir versuchen das Tohuwabohu noch einmal aufzulösen. Der Einwurf sorgt natürlich noch einmal für Gefahr im Strafraum. Und dann ist Tim Lampard der Erste, der den Ball möglicherweise an den Arm oder an die Hand bekommt. Und dann ist noch ein Tennis-Borussia-Spieler beteiligt. Felix Lang ist gut damit beraten, diese Szene so weiterlaufen zu lassen. Und wenn nicht im Sinne der Handspielregel, dann im Sinne des Sports. Wie gesagt, das war's mit der Partie. Der SC Starken verliert mit 2:3 gegen Tennis Borussia Berlin. Ein verdienter Sieg für die Charlottenburger, der allerdings viel Gesprächsstoff auslöst, auch bei den Trainern, die jetzt bei Marcel Colata stehen. Es war erstmal für uns bitter, dass wir so früh in Rückstand geraten. Ich glaube, nach 5-6 Minuten liegen wir zurück. Die Marschroute war eigentlich von vornherein festgelegt, dass wir höher verteidigen wollen, aggressiver nach vorne verteidigen wollen. Ich glaube, es ist uns auch gut gelungen. Die Fehlerquelle war aber einfach zu hoch bei den Gegentoren, wenn man sich die anschaut. Wer die erste Halbzeit gesehen hat, also da waren wir natürlich klar besser, haben ein überragendes Spiel gemacht, hat ziemlich viel auch funktioniert. Haben in der Halbzeitpause genau davor gewarnt, dass man hier in Starken niemals sicher sein kann, dass irgendein Spiel schon rum ist, auch wenn es 3-0 steht, und kriegen dann relativ schnell auch das 3-1. Und damit war uns draußen schon noch bewusst, was hier jetzt noch auf uns zukommt. Ja, auch eine Prise Glück gehört im Fußball immer dazu, aber dennoch, es ist ein verdienter Sieg für Tennis Borussia und Dennis Kutrieb und den können sie jetzt gemeinsam feiern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.